Wir backen heute Mini-Sesamringe. Dafür brauchen wir Sesam, eine Schüssel voll. Dann brauchen wir Margarine, 250 Gramm. Dann machen wir die Hälfte. Tun wir in die Schüssel. Die Hälfte sind 250 Gramm. So, 250 Gramm Margarine, eine Schüssel Sesam, dann brauchen wir einen Esslöffel Zucker. Ein Esslöffel Zucker kommt mit rein. So, dann brauchen wir zwei Eier. Das Gelbe vom Ei kommt dann auf die Sesamringe. Wir teilen die Eier einmal. Dann brauchen wir einen Teelöffel, einen kleinen Teelöffel Backpulver. Einmal und zwei. Das reicht. Dann brauchen wir etwas Milch, einen Schuss Milch, das Weiße vom Ei kommt auch rein in die Schüssel, das haben wir vergessen, und etwas Salz, so einen halben Löffel Salz. Teelöffel und Mehl, bis es fest wird. Also es ist dann beliebig, können wir das da reinmachen. Ich mache erstmal einen Schuss Mehl rein und dann kneten wir das erstmal. Bis es dann zu einem glatten Teig wird, wird es erstmal geknetet und dementsprechend müssen wir da Mehl hinein tun. Ihr seht, es ist noch sehr weich und noch ein Schuss Mehl. Noch zu weich. Noch ein Schuss Mehl. So langsam wird's. Ein bisschen durchkneten. Noch ein bisschen. Und dann reicht das auch schon. Und dann können wir die kleinen Sesamringe formen mit der Hand. Das sieht gut aus.
So, wir nehmen uns ein Stück. Das sind dann ganz kleine Mini-Ringe. Die machen wir dann wie eine Schlange. Machen hier so einen Ring. Dann kommt das auf unser Backblech. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad eine halbe Stunde ungefähr backen, bis sie goldbraun sind. Machen wir noch einen Ring. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch so in das Eigelb eintupfen und den Rest hier so in die Sesam rein. Dann geht das einfacher, einmal ins Eigelb rein, dann ins Sesam und dann habt ihr eure leckeren Sesamringe. Wie gesagt, bei 180 Grad circa halbe Stunde goldbraun backen.